Morgen geben sich die Oberbürgermeister das Ja-Wort. Es ist nun eine lange Beziehung, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir stehen vor gemeinsamen Herausforderungen, wie wir unsere Städte planen und Bildung organisieren. Unsere Freundschaft beruht dabei auf persönlichen Beziehungen. Mit der ehemaligen Oberbürgermeisterin Petra Roth und jetzt mit Peter Feldmann verstehe ich mich ausgezeichnet. Wir sind glücklich, Frankfurt als Partner zu haben. Der höchste Ausdruck der gewachsenen Verbundenheit? Im vergangenen Jahr wurde die ehemalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth Ehrenbürgerin in Tel Aviv. Diese Ehre wurde nie zuvor einer nicht-israelischen Politikerin in Israel zuteil. Dass sich das in einer solchen Ehrung verfestigt, hat mich sehr bewegt und tut es auch heute noch. Ich fühle mich auch verpflichtet, dieser Ehrung zu dienen. Menschen zusammenzubringen. Auf das Besucher schon bei ihrer Ankunft in Tel Aviv, wie so oft als erstes hören, good people, good friends, like I love Germany. Tel Aviv, I love the Germany. Tel Aviv liebt Deutschland. Tel Aviv und Frankfurt morgen werden aus Freunden Partner. Und hier ist der Mann, der den Partnerschaftsvertrag für Frankfurt morgen unterschreiben wird, der Oberbürgermeister Peter Feldmann. Im Kreise der Fußballer, die jetzt gleich essen gehen werden, zusammen mit Ihnen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zwei Fußballmannschaften aus Frankfurt mitzubringen? Das ist eine tolle Geschichte, weil es eine Vorgeschichte hat. Wir wussten ja, dass die Israelis und die Türkei sehr verstritten sind. Wir haben aber jetzt beide Partnerstädte gehabt. Und haben dann eine in der Türkei, eine in Israel, Tel Aviv. Hier und Tel Aviv. Und haben dann nachgefragt, ob die sich vorstellen könnten, dass man zusammen was mit Jugendlichen macht. Da war am Anfang durchaus ein bisschen Skepsis, auch bei uns in Frankfurt, geht das denn? Und tatsächlich war es so, dass nachdem die miteinander sich getroffen hatten, zuerst in Frankfurt, festgestellt haben, sie haben gemeinsame Probleme. Fragen von Wohnungsnot, Berufssituation, Ausbildungssituation, Studium. Und haben angefangen, Workshops gemacht, zu machen, Graffitis, zusammen getanzt. Merkte man sehr schnell, dass das Eis schmilzt. Und als ich die ganzen auf dem Tisch habe tanzen sehen, habe ich gewusst, da ist was passiert. Jetzt machen wir es noch härter mit Fußballern. Flirts in den Schild. Und dann war die Frage, wie geht das weiter? Und Fußball ist natürlich ein Sport für alle. Fußball ist wirklich was Völkerverbindendes. Und wir wissen genau, wie fußballbegeistert die Türken sind. Wir wissen, wie fußballbegeistert die Frankfurter, die Deutschen und auch die Israelis sind. Das heißt, eine ganz leichte Möglichkeit, da Kit herzustellen, vor allem die Herzen zusammenzubringen, ist die Basis für Verständigung. Heute waren die Mannschaften in Tel Aviv unterwegs, haben es tatsächlich hinten auch auf den T-Shirts gezeigt. Hier passiert etwas, zwei Städte, Frankfurt und Tel Aviv, werden Partner. Für Sie, glaube ich, auch etwas ganz Besonderes, denn Sie haben hier in der Nähe mal gelebt und haben eine Gärtnerausbildung gemacht. Was aus dieser Zeit möchten Sie nicht missen? Das war eigentlich dieser elektronische Hammer. Man sitzt im Garten, man hat im Hintergrund einen Computer laufen, der genau misst, wie viele Wassertröpfchen auf welche Pflanze, auf welche Wurzel draufgehen, zu welcher Tageszeit, bei welcher Sonneneinstrahlung. Die haben damals schon in den 70er, 80er Jahren richtig viel Wasser gespart, sie haben richtig viel Strom gespart, sie haben auch hinterher ein gutes Geschäft gemacht, das Ganze weltweit zu vermarkten. Und ich durfte dann am Weizmann-Institut auch ein bisschen weiterlernen und da hat mich das gepackt, nicht nur mit dem Gärtner, sondern auch mit der Technik und wie man das verbindet. Und dass es die Jugendlichen heute auch packt, neben dem Kicken, ist aber eigentlich klar. Tel Aviv ist in jedem Fall immer noch beliebt bei Menschen, die sich auch für diese wissenschaftlichen Dinge interessieren. Vielen Dank erstmal. Das Silicon Valley in Kalifornien ist zwar für Start-up-Unternehmen, also junge, innovative Unternehmen, die Nummer 1 in der Welt, aber an Platz Nummer 2 kommt schon Tel Aviv. Und viele junge deutsche Studenten und auch Wissenschaftler geben alles dafür, hierher zu kommen, hier Kooperationen zu finden. Und eine Frau, die das dann organisiert, hier aus Tel Aviv, kommt eigentlich aus Limburg an der Lahn. Verena Schiffermann ist 16 Jahre alt. Da kommt sie zum ersten Mal nach Tel Aviv. Durch einen Schüleraustausch der Limburger Thielemann-Schule. Als sie begeistert zurück in Hessen ist, ahnt ihre Familie, in Tel Aviv wird Verena einmal leben wollen. So ist es gekommen. Verena Schiffermann leitet heute den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Tel Aviv. Sie berät Studenten, die nach Israel wollen. Es werden immer mehr. Man hat alles auf einem Platz. Man spürt diese, diese Lebendigkeit. Als Deutscher wird man sehr herzlich aufgenommen.
mit Neugier, mit Interesse. Und ich glaube, das ist doch wirklich etwas sehr Schönes, wenn man das am eigenen Leib erfahren kann. In einem Land der Erfinder. Ohne israelische Technologie gäbe es heute keine Smartphones, wie wir sie kennen. Oder der USB-Stick, erfunden in Tel Aviv. Aber aus den israelischen Laboren kommt auch Essbares. Kirschtomaten zum Beispiel. Verena Schiffermann erzählt uns, immer mehr Wissenschaftler würden sich bei ihr melden, mit der Bitte, Kontakt zur Universität von Tel Aviv herzustellen. Die israelischen Hochschulen können sich ihre Kooperationspartner im Prinzip aussuchen. Es gibt aus allen Ländern, nicht aus allen, aber aus sehr vielen Ländern eben Anfragen. Allein mit Deutschland gibt es mittlerweile 193 Kooperationen. Das ist eine sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr schöne Zahl und die veranschaulicht, glaube ich, ganz gut, wie groß das Interesse von deutscher Seite ist an israelischen Hochschulen und umgekehrt. Jetzt wird die Universität von Tel Aviv noch enger mit der Uni Frankfurt kooperieren. Welch ein Potenzial, denn kein anderes Land der Welt gibt prozentual so viel Geld für Forschung und Entwicklung aus wie Israel. Und das wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Mit diesem kleinen Gerät hier bringen wir im Moment Ton und Bilder zu Ihnen nach Hause. Das ist mit Hilfe von Handykarten. Das hat Übertragungstechnik revolutioniert. Das ist Live-Fernsehen. Revolutioniert, wollte ich sagen. Erfunden in Tel Aviv. So, also es gibt viele junge Menschen, wie Sie hier jetzt auch sehen, in der Altstadt von Tel Aviv, Jaffa. Und es gibt Fördermittel abzugreifen. Hier ist Uwe Becker, Präsident der Freunde der Universität Tel Aviv in Frankfurt. Herr Becker, viel Geld, junge Leute, was machen Sie damit? Nun, die Tel Aviv University ist die führende Universität hier im Land. Es gibt viele Kooperationen, gerade auch nach Frankfurt, etwa zur Goethe-Universität. Es gibt das Buchmann-Institut für molekulare Lebenswissenschaft. Sehen wir jetzt ein paar Bilder, das ist bei uns in Frankfurt. Genau, dort geht es unter anderem um das Thema Krebsbekämpfung, Krebsforschung, Zellwachstum. Aber es gibt weitere Bereiche, die Zusammenarbeit des Steinhardt-Museums, was hier gerade einen großen Neubau bekommt, mit Senckenberg in Frankfurt. Es geht im Bereich der Finanzmarkttechnologie, Fintech-Unternehmen, wo gerade junge Startups, die aus den Universitäten kommen, zusammenarbeiten. Das ist ein anderer Markt. Also insofern viel an Austausch, viel an Kooperation zwischen den beiden Standorten. Wir profitieren von Tel Aviv und Tel Aviv profitiert von Frankfurt. Fintech, morgen großes Thema, ne, übermorgen ist es, ne? Gerade für die beiden Börsenstandorte, denn Börse sowohl in Tel Aviv als auch in Frankfurt. Nun ist es so, man sieht auch hier wieder viele junge Menschen unterwegs. Ein Drittel hier in Tel Aviv, jünger als 35. Um diese Uhrzeit, jetzt ist es Ortszeit 20.52 Uhr, fragt man gemeinhin, und wo gehst du heute feiern? Wie halten Sie es, Herr Becker, was steht für Sie noch an heute? Für alle ist sicherlich der Rothschild Boulevard eine gute Adresse, da wird auch die Delegation wahrscheinlich sein, deswegen ist es immer was los in Tel Aviv. Vielen Dank, Herr Becker, dass Sie uns hier besucht haben. Ja, wir sind hier sehr herzlich empfangen worden mit dieser Delegation. Morgen also werden dann aus Freunden Partner.